Radio Uckerwelle. Region aktuell am Abend. Mein Name ist Martin Renke und das sind unsere Themen. Mit Peace Pop gegen Drohnen. Braunschweiger Band spielt bei Demo im pfälzischen Ramstein. Obwohl die pfälzische Ortschaft Ramstein nur gut 5000 Einwohner zählt, steht sie immer wieder im Fokus der deutschen Öffentlichkeit und im Visier kritischer Bürger. Grund ist die Ramstein Airbase, das Hauptquartier der US-Luftstreitkräfte in Europa. Seit 2011 werden von dort auch die völkerrechtlich umstrittenen Drohneneinsätze der USA in Afrika gesteuert. Deshalb finden dort immer wieder Protestkundgebungen statt. Bei der letzten Veranstaltung dieser Art war auch eine Gruppe musikalischer Friedensaktivisten aus Braunschweig dabei, die Peace-Pop-Band Vita Vision. In Ramstein ist der Titel des Songs, den die Braunschweiger Band Vita Vision speziell zur diesjährigen Protestaktion gegen die Kriegsaktivitäten aus dem US-amerikanischen Stützpunkt Ramstein produziert hat. Ein besonderer Beitrag gegen den Drohnenkrieg der US-Amerikaner, denn ohne die Relaisfunktion der Airbase Ramstein wäre die Steuerung von Drohnen in den verschiedenen Konflikt- und Kriegsgebieten dieser Welt nicht möglich. Innerhalb der Auftaktkundgebung im nahegelegenen Kaiserslautern, bei der sich mehrere hundert Menschen beteiligten, wurde nicht nur der Protest in musikalischer Form betrieben, sondern es waren diverse Redner vor Ort. Zum Beispiel Oskar Lafontaine, der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im saarländischen Landtag. Wir haben lange Zeit, auch in der Friedensbewegung, die Bedeutung des Flughafens Ramstein gar nicht so sehr erkannt. Erst in den letzten Jahren ist deutlich geworden, welche Bedeutung dieser Flughafen für die weltweiten kriegerischen Abenteuer der Vereinigten Staaten hat. Es wird ja weltweit Krieg geführt und es wird weltweit ein Drohnenkrieg geführt. Und dieser Drohnenkrieg ist völkerrechtswidrig. Es werden Tausende von Menschen ermordet. Und deshalb verurteilen wir diesen Drohnenkrieg und fordern die deutsche Politik auf, den Amerikanern zu untersagen, von deutschem Boden aus Krieg zu führen. Die US-Amerikaner sind in der Bundesrepublik Deutschland mit Ende des Zweiten Weltkriegs als Befreier aufgetreten, waren hier mehrere Jahrzehnte stationiert und im Grunde genommen haben wir uns an diesen Umstand gewöhnt. Wo genau nun die Kritik gegen die US-Truppenstationierung in Ramstein liegt, formuliert Oskar Lafontaine. Dieser Krieg, liebe Freundinnen und Freunde, wird seit vielen Jahren Krieg gegen den Terror genannt. Aber die deutsche Öffentlichkeit weigert sich zu diskutieren, was Terror eigentlich ist. Dabei steht im deutschen Gesetzbuch klar, was Terror ist. Wir haben ein Antiterror-Dateigesetz. Dort steht drin, Terror ist die rechtswidrige Anwendung von Gewalt, um politische Ziele durchzusetzen. Nach dieser Definition sind alle US-Präsidenten der vergangenen Jahre Terroristen. Wir müssen uns das endlich mal klar machen, dass das so ist. Meine persönliche Meinung ist, dass ich und mit mir sehr, sehr viel US-amerikanische Bürger, meine, unsere ganze Organisation Code Pink, aber viel, viel mehr Organisationen, wir hoffen, dass die Bundesregierung untersucht, was in Ramstein passiert. Und wenn Kriegsverbrechen nach deutschem Recht oder aggressive Kriege vorbereitet werden hier, dass die Bundesregierung die untersagt oder eventuell die Stationierungsverträge kündigt. Und wir stehen dazu als US-Bürger. Die US-amerikanische Friedensaktivistin Elsa Rasbach nimmt ebenfalls Stellung dazu, inwieweit die Amerikaner, die mit Ende des Zweiten Weltkrieges als Befreier nach Deutschland gekommen sind, diese Rolle tatsächlich beanspruchen können und wie die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika selbst die Sache beurteilen. Ich glaube, dass es mehr und mehr Stimmen gibt in den USA, die das in Frage stellen auch. Also sagen wir so eine einseitige Sache, die mehr die US-Interessen oder auch sogar die Tatsache, es war neulich von einem Kollegen von mir ein Artikel, was sehr weit zirkuliert hat, über die
Bomben, die noch hier unter der Erde sind in Deutschland, wie viele Leute umkommen durch diese Bomben noch. Also das heißt, dass ja, die Befreiung war notwendig, aber zum Beispiel auch der Hiroshima-Krieg, die Atomwaffen waren nicht, vieles, was die USA und auch Großbritannien gemacht haben, waren vielleicht nicht notwendig. Das ist eine Sache. Und das Zweite ist, dass die USA dann so sich also weiterentwickelt hat auf eine Weise, wo die USA zum Haupt, also eigentlich Hauptbedrohung für den Frieden ist. Und das war schon teilweise ziemlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Mit dem Kalten Krieg, erstmal mit dem Atombomben und dann danach. Ja. Neben der Auftaktkundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz in Kaiserslautern gab es zwei weitere Kundgebungen in der Nähe der Ortschaft Ramstein. Im Anschluss bildeten die insgesamt ca. 5000 Demonstrationsteilnehmer eine Menschenkette zwischen Kaiserslautern und der Airbase in Ramstein. Dabei konnten sehr viele der Teilnehmer konkret formulieren, warum sie das tun. Ich möchte, dass Deutschland neutral ist und dass hier nicht irgendwelche Kriege von hier aus gesteuert werden. Ich komme aus Köln und bin hier, um für den Frieden zu demonstrieren, weil in Ramstein die Relaisstation der Amerikaner ist, die dafür sorgt, also technisch dafür sorgt, dass diese Kriege überhaupt möglich sind. Weil ich es wichtig finde, aufmerksam drauf zu machen und auch ein Statement zu setzen, dass es eben so nicht weitergeht, dass wir nicht gefragt werden, was passiert in Ramstein, dass wir das gar nicht mitkriegen, dass es geheim gehalten wird. In Ramstein! In Ramstein der musikalische Beitrag der Braunschweiger Band Vita Vision. Die Band, die aus der Friedensbewegung heraus gegründet wurde, hat sich einer besonderen Aufgabe gewidmet. Der Gitarrist Rick Glado kennt als Mann der ersten Stunde die Hintergründe. Ja, also wir sind die Band Vita Vision, die Band der Zukunftsgesellschaft e.V. aus Braunschweig. Und wir beschäftigen uns sowohl textlich in der Musik als auch vom Verein um Tierrechte, Menschenrechte und Umweltschutz. Und ja, wir sind hier in Ramstein, weil es halt hier um den Schutz der Menschenrechte geht. Das ist der Grund, warum wir hier auf der Bühne stehen und uns präsentieren. Unter dem Genre Peace Pop präsentiert die Band neben einigen gecoverten Songs im Wesentlichen ihre eigenen Produktionen mit kritischen Texten. Für die Komposition von Text und Musik ist die Leadsängerin und gleichzeitig Schlagzeugerin Zeynep Troisdorf verantwortlich. Ja, also mir als Komponistin war es eigentlich unheimlich wichtig, auch mal ein Lied zu schreiben für das Thema Ramstein. Ganz einfach, weil ich das völlig unmöglich finde, was da passiert, dass Menschen mit dem Joystick in der Hand andere Menschen einfach umbringen, töten können. Und dadurch, dass das von Ramstein aus zumindest gesteuert wird, macht mich das total wahnsinnig. Es war mir ein Herzensbedürfnis und auch ein ganz inneres Bedürfnis, dass ich das mal in einem Lied verarbeite und möglichst einer breiten Masse auch bekannt gebe. Eine gesonderte Abschlussfeier für die Demonstrationsteilnehmer war für den Abend im sogenannten Friedenscamp organisiert. Auch die Abschlussfeier wurde musikalisch unter anderem von der Braunschweiger Peace-Pop-Band Vita Vision gestaltet. Müssen so krank sein, sie können nur verdammt sein.